Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder bei FIFA 18 im Karrieremodus mit Münster und Daniel gegen Bremen 2. Los geht's. Starte Aufstellung. Alte Aufstellung. Genauso ist es. Wird ja nicht mehr lang so sein. Ach, das bist ja du. Wir versuchen heute den nächsten Schritt Richtung Top-Mannschaften zu machen. Aufstieg. In der dritten Liga. Den nächsten Schritt, um die Top 3 da anzugreifen. Wir haben gegen das erste Team gegen den ersten Platz sogar, haben wir einen Unentschieden rausgeholt gegen die Kickers. Ich habe außerdem gerade geskippt, deswegen sehen wir jetzt die Aufstellung nicht von Werder 2. Warum aber wird denn da jetzt die ganze Zeit dieses scheiß Spiel-Dings angezeigt? Warte mal kurz. Oh, ja. Pausiert automatisch das Spiel. Ist aber nett. So, jetzt bin ich auch wieder voll einsatzbereit. Ist das schon eingestellt? Taktischen Maßnahmen. Ja, Gott, Hossa. Was ist denn da unten für ein freier Platz? Und das ist die erste Chance, aber News kann sich das erstmal auszeichnen. Und leitet da glatt den Konter ein. Ein Schlag von Rizzi da. Schöner Trick. Rühler hat nach innen gezogen. Rinderknecht. Na, Rinderknecht in Szene setzen, aber dann muss ein bisschen abgebrochen werden. Dabei geht zurück auf Menik. Der auf Rühler, der wieder auf Menik und da kommt die Flanke, die kommt nicht so schlecht. Ritzi da nochmal, kann den Ball aber nicht kontrollieren. Wollte einfach kurz zurückpassen, aber irgendwie ging der bei Ritzi gerade gar nichts. Und jetzt schon wieder Barry, der gerade auch schon gerannt ist und der ist flott, flink, aber mit dem Schuss, kann er nicht. Mit dem Schuss ist noch nicht ganz so gut bei ihm. Ich mach mal schnell kurz und das war auch gut, dass es schnell war, denn Bremen doch sehr weit vorne mit, zumindest mit den drei Stürmern. Ich weiß gar nicht, spielen die hier 5-2-3 oder sowas irgendwie in die Richtung unten weiter? Spielen sind nicht wirklich sicher. Menik muss dann nochmal zurückziehen. Und kommt da ist Rinderknecht und der hat keinen Schuss. Aber der Schuss war ordentlich für 43 Abschluss oder was der auch immer hat. Ich glaube sogar noch weniger. Bader wieder auf Rinderknecht. Rinderknecht auf Menik. Was macht Menik mit dem Ball? Oh, das war da kommt gerade noch der noch ein Bremer dazwischen. Ja. Aber Einwurf für uns zumindest. Huch. Ja, ist okay. Dann mach du das halt. Auf Menik. Über den läuft ja schon wieder sehr viel in der Anfangsphase auf jeden Fall. Flankt den rein. War keine schlechte Idee. Auf Warschewski. Ging der aber nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, auf Barry muss man hier aufpassen. Wir sind ja die dritte Liga Aalen mit 40 Punkten. Wir sind noch nicht unter den Top 4. Ich glaube, wir sind 6. oder 7. momentan. Wichtig ist aktuell auch das Spiel Magdeburg gegen Kickers. Genau. Also Erster gegen den Dritter. Oh. Und ein Spielerdebüt. Abdullah für 185.000. 28 Jahre alt, jung. Sehr billig, auf jeden Fall. Ja, wer weiß, wie gut er ist, sag mal. Auf jeden Fall, ja. Könnte natürlich auch ein schlechterer Spieler sein. Schöner Flügelwechsel da auf Menik, der kann jetzt wieder ein bisschen anziehen. Sitzt da Rizzi in Szene. Oh, da wird dann schön am Tempo gezogen. Recht viel Platz gewesen. Hofmann war, glaube ich, noch nicht im Abseits. Zieht er einfach mal ab und. Oh, ich dachte, Dings käme da noch ran. Starke Rizzi. Parade auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer das war, aber die waren nicht von schlechten Eltern. Das war der Menik. Menik, über den läuft sehr viel hier in der Anfangsphase. Da ist er wieder. Am Ball und kann der. Alter! Da wird, oh, der kommt gut! Oh, der ist drin! Kopfball von Warschewski war das, glaube ich. Nee. Die Nummer 17? 17 ist Rinderknecht. Rinderknecht mit so einem Tor, das darf ja wohl nicht wahr sein. Alter. Guckt euch das mal an, das war. Die Flanke da. Sehr stark gemacht gegen die Laufrichtung vom Keeper, also besser geht's wirklich nicht. Ja. Unglaublich stark. Rinderknecht hat gut was gelernt bei uns. Also Ingolstadt kann sich da freuen über den. Schon sein drittes Tor jetzt. Und das als defensiver Mittelfeldspieler. Also wir haben ihn ja sehr offensiv trainiert, weil das in unser Spiel passt. Ich glaube, Ingolstadt wird ein bisschen Probleme mit dem haben, ihn in der Defensive spielen lassen. Weil ich denke mal, Defensive ist nicht mehr ganz so seine Stammposition, sondern eher das normale zentrale Mittelfeld. Okay. Ui. Und nochmal. Oh. Ja. Gut, dass der Spieler dann so nett gewechselt wird, aber. Okay. Unten? So, jetzt mal. Ich wollte Robert kurz reinbringen. Ja. Das ist auch okay, das unten, aber. Wie viele stehen die? Die sind so halt so extrem offensiv gerade, die Bremer. Also, ich glaube, die wollen hier auf jeden Fall einen Sieg. Ich meine, sie spielen heim,
knapp vorbei da. Nihun ist auch gut gesprungen. Sie spielen heim. Mal gucken, ja, wie der schon direkt rankommt, dann machen wir mal was anderes. Weiter Abschlag. Und das Kopfball kann man sogar gewinnen. Wollte gerade sagen, war. Und Hoffmann stand dann nicht im Abseits, jetzt kann er in die Mitte ziehen. Verzögert er nochmal, macht den Schuss und das war stark gespielt. Also mit zwei, drei Kontakten wird er das gesamte Bremer-Team überwunden. Ich dachte mir nämlich einfach, weil Waschewski ja doch jetzt kopfballmäßig besser ist. Meine, mit Grimaldi konnte man immer vorspielen, aber mit Waschewski kann man es jetzt auch machen. Und da war das natürlich perfekt direkt mit der Vorlage. Über Rinderknecht. Auf dann Hoffmann schön und verzögert diesmal, dann nochmal kurz. Diesmal dann reingebracht. Zieht ihn ins lange Eck. Stark gespielt. Drittes Tor, genauso wie Rinderknecht. Ja. 2-0 nach 28 Minuten. So kann es auf jeden Fall gehen. Und so spielt man auch als Aufsteiger, muss man mal ganz ehrlich sagen. Jetzt geht es nur darum, natürlich auch hinten weiterhin sicher zu stehen. Und das ist gar nicht so einfach gegen Bremen, die da sehr offensiv stehen und natürlich irgendwie alles versuchen, um zu stören. Pressing. Wenn man natürlich auch sagen muss, das ist halt ein Gegner, der ganz gut für uns ist, weil sie stehen sehr hoch. Und sobald wir einmal durchkommen da, genauso wie hier, dann haben wir hinten, haben wir schon eine Riesenchance. Oh nein, warum nimmt den so blöd an? Ritzi da legt sich den Ball unglaublich weit vor, ansonsten wäre die Situation ganz gefährlich geworden. Wird sie vielleicht... Oh shit, der war richtig schlecht. Also, der war irgendwie auf keinen von beiden. Er war so direkt zum Verteidiger ungefähr. Also, wenn wir durchkommen, da ist dann wirklich richtig viel Alarm im Strafraum von Brems Zweiter. Ja, wie du schon sagtest, die stehen halt sehr weit vorne und dadurch hat man hinten Platz. Wobei wir natürlich beim Angriff auch sehr weit nach vorne gehen können. Stark abgelegt da. Oh, das war richtig stark. Wer war denn das? Hä? Rinderknecht war das. Richtig stark, wer den Ball da kurz zurückzieht. Achso, ja. Und dann den Abschluss sucht. Und führt zur Ecke. Machen wir da hin. Ritzi mit der Ecke. Die kommt recht zentral auf Robin Krause. Und mal nach unten auf Rühle. Der hat jetzt ein bisschen Platz am 1 gegen 1. Das ist das, was er eigentlich will. War auch kein schlechter Schuss auf jeden Fall. Also konnte man mal versuchen. Gab sogar eine Wiederholung. Die habe ich aber weggeklickt, weil ich nicht dachte, dass es eine gibt. also hier auf jeden Fall. Ja, aber die stehen auch mit einer Fünferkette hinten. Also ganz. Ich weiß nicht genau, welche Aufstellung. Irgendwie 5-2-3 oder irgendwie, so. Irgendwie 5-2-3 oder vielleicht auch 5-2-1-2 oder sowas. Oh, starker Zweikampf da von Rinderknecht. Oh, das war auch gar kein Fall. Waschewski. Kann er den mal behaupten? Rinderknecht wieder hier. Auf Ritzi. Der spielt auf Menik. Der Kurbel. Der ist in fast jedem. Oh Gott. Ritzi, was machst du? Ritzi hat halt keine Füße. Sobald er einmal so ein richtiger Zweikampf ist, da hat er immer Probleme. Hat sich den Ball stark wieder. Waschewski jetzt allein gegen 4. Setzt sich da einfach durch. Läuft einfach an den Gegner vorbei und gibt das einen Elfmeter? Nein, das gibt keinen Elfmeter, weil ganz bisschen Ball gespielt. Ich wollte ihn so ein bisschen dann auch rausholen, als er da geklitscht hat. Weil Schießen ging ja schlecht mit dem Spieler im Weg. Aber jetzt ist auch schon Nachspielzeit der ersten Hälfte. Also die erste Hälfte neigt sich dem Ende. Mein PC ist ganz schön am Arbeiten. Ui. Kann denn der da einfach so laufen? Ja, das war dann nochmal mit der Chance, aber abgesehen von zwei Schüssen am Anfang und diesem Schuss hatten wir eigentlich keine Chance. Münster auf jeden Fall überlegen, könnte auch schon zwei, drei Tore mehr haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da waren schon gute Chancen. Aber wie das aus? Kickers 1-1 gegen Magdeburg. Das wäre natürlich perfekt. Also eigentlich müssen wir hoffen, dass Kickers sogar gewinnen. Ja. Weil die holen wir eh nicht mehr ein. Genau, Kickers ist erster. Magdeburg, da können wir noch rankommen. Ja. Auf dem dritten Platz ist ja auch so, erstmal jetzt das Ziel, Relegation. Besser wäre natürlich Zweiter, aber mit den Niederlagen zu Beginn, da ist das gar nicht so einfach und sehr viele Unentschieden auch. Ja. Rühler da oben. Nö, ich will einfach mal auf Sonntag nicht passen. Auch wenn er nicht schießen kann, aber ich meine. Ich will eigentlich eine Schussfenster aufmachen, so direkt aus dem Lauf, aber ich glaube, das kann er einfach nicht. Aber der Schuss war nicht mit viel Tempo, aber hat nicht viel gefehlt. 50 cm ungefähr. Auf jeden Fall meine interessante Idee. Muss man sich auch erstmal trauen, muss man ein gutes Selbstbewusstsein haben, um da mal eine direkte Annahme zu versuchen, hoppala. Ich dachte, mein Controller hätte nicht gelassen. Das Kabel. Das ist ja gar nicht. Bremen Zweiter muss hier ein bisschen mehr aufmachen. Starker Zweikampf da. Kommen aber nicht ganz an den Ball und da ist der Schuss und der war ganz schön gefährlich.
Den hätte auch nie Houston nicht gehabt. Der kommt kurz jetzt. Und jetzt geht's ja über Bader auf Hoffmann. Ui. Oh. Da kommt Hoffmann nicht von der Stelle, richtig? Ja, der Silva-Transfer bestätigt. Zu PSG genauso wie... Oh, kann er stören, aber... Also die Schüsse sind... Oh, okay, war Ecke. Ich wollte gerade sagen, ja. Die Schüsse sind hier noch nicht so gut von Bremen, aber anscheinend war da noch ein Verteidiger dran. Dann ist das natürlich klar, warum der nicht so gut war. Kaffenberger jetzt hier gegen Rinderknecht. Rinderknecht wird da ein bisschen abgekocht. Genauso wie da. Dann kommt die Grätsche, dann kommt der Schuss ans Lattenkreuz. Hoi. Da waren wir ganz schön glücklich. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hinten sicher stehen. Ein bisschen Ruhe jetzt mal vielleicht hier ins Aufbauspiel reinbringen. Bisschen Ball, mit der Ruhe ist gar nicht so einfach. So krass, wie die stehen eigentlich. Ja. Also. Ja, schön. Wow. Auf Bader wollte ich sagen, aber der passt es da irgendwie eigentlich, komplett nicht. Eigentlich wäre er wahrscheinlich sogar schön. Oder kommt da ganz weit nach hinten. Oh, Alter, diese automatischen Spielerwechsel zwischendurch regen ganz schön auf. Aber das jetzt so zu auszumachen, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Naja. Wobei er zu zweit. Oh, lol. Okay, da sollte nicht hin. Zu zweit macht er wahrscheinlich auch das, was er will. Oh, Menik hier. Oh, kann sich Rühle da jetzt durchsetzen? Nee, kann er nicht. Das wäre zu schön gewesen. Es gibt sogar hier den Vorteil noch für wer das zweite. Aber. Ui. Menik, kommt dann hier ins Zweikampf rein. So ein bisschen hölzern aus. Ritzi kann er kurz den Gegner stellen, aber auch nichts Entscheidendes. So Bremen hier immer noch im Ballbesitz. Bremen. Und jetzt wird der Schuss vermutlich langsam gesucht. Oh, stark gemacht. Ich weiß nicht, wer das gerade war. Waschewski kommt da leider nicht an den Ball. Also, Bremen schnürt uns jetzt hier ganz schön ein. Und auf jeden Fall so sagen. Und da ist die Chance, aber. Geht vorbei, eine Ecke. Wahrscheinlich abgeblockt. Genau. Und die nächste Ecke, aber die ist ein. Oh Gott, Hoffmann mit der. Sagst du, aber. Die ist doch schon wieder ganz schön hart. Hoffmann kann da den Ball nicht kontrollieren, ja. Sonst hätte man da sofort kontern können. Mané geht ja raus, weil den ging recht viel, fand ich eigentlich. Komisch, dass den Schuss hat Bremen zwar jetzt schon. Ich klappt der jetzt einfach da raus. Und da steht lustigerweise Waschewski, aber keine Anspielstation für ihn, für den Kopfball. Das war stark geklärt. Jetzt kann man vielleicht mal kontern hier. Über Rühle, der marschiert da. Waschewski marschiert mit, aber so. Schöner Trick. So richtig kann man da nichts. Oh, okay, passt. Jo. Und Hoffmann? Hoffmann? Jetzt war den einen Verteidiger ausgetrickst. Oh, Rühle da. Bisschen komisch aus, die ganze Aktion. Nochmal, hier unten. Hoffmann. Rinderknecht. Rinderknecht! Oh! An den Pfosten. Das war enorm starker Schuss. Also das richtig Gefühl, schön. Dass der Fernschüsse kann. Richtig schön mit der Hacke da. Legt er ihn sich vor. Und dann enorm starker Schuss auf jeden Fall von Rinderknecht. Fast mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Das ist sein erster Doppelpack. In der dritten Liga, der kommt nicht schlecht. Dieser Ball, vielleicht gehen wir noch ins Kopfballduell da. Ja, tun wir auch. Können wir den Ball kontrollieren? Ja, schön auf Bader. Der sucht jetzt vielleicht hier nochmal die Flanke. Die kommt recht lang. Ist lang unterwegs. Da liegt noch ein Bremer. Steht gerade auf. Und jetzt kommt der Konter über. Oh Gott, den kann ich ausrichten. Jetzt ist Kasi am Ballbesitz. Oh, kommt dann kann ich den Pass wirklich nicht zugestellt. Oh, das war enorm stark. Das habe ich schon gerochen. Oh Gott, Bader mit der Sprunggerätsche da. Siehe komplett am. Ja, ich habe den einfach nur geklärt gerade. Wir bringen mal Manfred anstatt Rühle. Das ist nochmal ein bisschen mehr Tempo. Ja, es ist eh 70. Minute. Da kann man jetzt nochmal wechseln. Oh, jetzt auf der rechten Seite. Das geht ja gar nicht. Ja. Das Bild ist rechts. Unser Auswechsel. Ach so. Der war noch nie rechts. Und Stoll? Nee, eigentlich müssen der drin bleiben. Ja. Der auch. Nee, wir lassen. Obwohl. Ich würde sagen, wir lassen es einfach. Ja, ich überlege gerade, ob wir nicht man mal. Man könnte Ritzi vielleicht rausnehmen. Ob wir mal Ding spielen lassen, Schweber. Weil nee, der, jetzt noch nicht. Also 2-0 steht. Ah, dann können wir eigentlich spielen lassen. Weil ich meine. Ja, es kann noch viel passieren, ja. Na, aber ein bisschen meine, Spielzeit für unseren noch, Youngster. Ja, es sind ja noch 15 Minuten zu spielen. So ist nicht, aber. Er muss auch 5 Spiele mindestens spielen. Ja, aber erst wenn er sich 5-mal verbessert hat. Aber das hat er das nicht schon? 3 hat er erst. Achso, ja gut. Aber es hilft natürlich auch, Spielzeit zu geben. Ja. Bobby hat er sich jetzt auch verletzt. Bei wem? Nihus mit einer ganz starken Parade. Warte mal ein bisschen. Ich werfe mal nach oben.
Da Manfred gerade frisch gekommen. Oh, wird da gefoult eigentlich? Ja, gibt auch den Freistoß. Sieht der Schiri auch so, das ist schön. Gibt ein bisschen mehr Zeit. Und Manfred da. Auf Rinderknecht. Der spielt einen sehr schönen Ball auf Hoffmann. Und der Kopfball. Der kam ganz komisch irgendwie. Ja. Der war ganz lang unterwegs. Aber der war richtig schön. Ja. Also richtig schön am Bogen. Eine richtige Bogenlampe. Aber leider dann knapp am Pfosten vorbei. Vom hier der kurze Pass. Und da ist unser Youngster. Nein, 22. Ja, der muss auch gar nicht am Ball kommen. Der soll erstmal nur laufen. Oh, das war glaube ich ein Foul. Nee. So, sieht der Schiri nicht so. Ah, irgendwie die Anspielstation nicht gesehen. Oh, stark gemacht da. Ich weiß nicht, von wem das war. Rinderknecht jetzt leider nicht Hoffmann. Oh Mann, ich wollte den ganz rüberlegen, aber ich glaube, das können die hier nicht. Was, oh, Waschewski ganz stark. Kämpft da sehr gut. Und da haben wir Robin Krause. Der setzt sich da gut durch und sucht den Abschluss knapp vorbei. Vor allem gut gedrückt. Der Pass von Weber vorher. Ja, hier sehen wir nochmal den Schuss von Krause. Ganz knapp vorbei am Kasten. Fast das 3-0 hier sogar. Für die Münsteraner. Aber ich will es nicht beschreien, aber sieht sehr stark nach einem Sieg aus hier. Ah. Den bekommen wir leider nicht ran. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und aktuell. So, jetzt hier nochmal Young. Das ist auch in der Defensive. Ja. Ganz gut. Krause kann den Ball da aber erstmal entschärfen zu einem Einwurf. Das war eine starke Drehung da. Auch ein starker Pass, starker Doppel. Oh nein! Wie unglücklich ist das denn? Gegen den Pfosten und dann gegen den Rücken von Niehaus. Das war sogar sein Kopf, Alter. Niehaus. Also da kann er nichts machen als Keeper. Ja. Und Eigentor. Jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir sicher hinten rumspielen. Einfach eine Minute ist noch zu spielen. Und einfach den Gegner laufen lassen. Jetzt vielleicht mal. Ja, ich wollte gerade sagen, einfach sicher spielen ist da die richtige Einstellung. Da haben wir Rinderknecht nochmal. Och, ich wollte auch mal vielleicht mal spielen. Hoffmann, der kauft Zeit. Der spielt nochmal auf Bader, das ist gut. 3 Minuten Nachspielzeit gab es. Bader hier, das wird leider nichts. Und jetzt hat Werder tatsächlich nochmal die Chance. Die Flanke war aber echt scheiße gerade. Ja. Weil da war ich schon. Ja, da wir gewinnen den Kopfball nicht. Aber es ist Abpfiff. Ja, ich sag gerade irgendwie nochmal faul, aber. 2-1 gewonnen, das. Gegen das Tor konnte man nichts machen. Ja, es war einfach. Zähler als Eigentor, Pfosten und dann breitet er natürlich ab. Da kann man nicht viel machen. Aber insgesamt denke ich, relativ ausgeglichenes Spiel. 2-1, denke ich, Spiel geht auch ganz gut wieder. Weber hat sogar noch eine 6,8 bekommen. Ja. Besser als Manfred auf jeden Fall. Aber ansonsten wieder sehr gute Leistungen hier. Die Ritzi diesmal nicht ganz so gut. 55% Ballbesitz, 84% Passgenau. Ich könnte auch diesmal ein bisschen besser als sonst. Ein Schuss weniger, aber dafür 2 mehr aufs Tor. Genau. Und wir sehen, Magdeburg hat gewonnen. Das ist schlecht scheiße. Für uns. Ja. Aber wir können ja trotzdem mal in die Tabelle gucken. Wir sind noch 6. Platz, punktgleich jetzt mit Wien auf dem 5. Aber die haben ein Spiel weniger. Und spielen gegen Rostock, oder? Oh, Magdeburg ist jetzt tatsächlich 1. sogar. Ja, 44 Punkte. Wir gucken 43 aktuell zu Aalen, aber ich meine, Rostock kann auch noch gewinnen. Also das heißt, auf den 3. sind es mindestens 7 Punkte Rückstand für uns. Das wird ein ganz schwerer Saison-Endspurt, ja, auf jeden Fall für uns. Oh, guck mal, Weber geht auf die 61 hoch, das ist stark. Davon 48 im Stellenspiel. Stellungsspiel. Ich glaube, wir können sogar noch ein Spiel schaffen in dieser Episode. Ich guck mal eben kurz ins Büro. Wer schreibt? Lennart Stahl. Na gut, da kann man nichts machen. Kriegt wahrscheinlich in der nächsten Saison ein bisschen mehr Spielzeit, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt geht's gleich gegen Magdeburg hier. Ist ein ganz wichtiges Match. Na, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Jetzt haben alle ihre 23 Spiele. Wen ein Punkt vor uns. Oh, und Aalen hat irgendwie verloren. Aber Rostock hat gewonnen. Genau. Ja, so. Rostock hat gewonnen. Ist jetzt 1. geworden. Aber ich meine, trotz dessen 8 Punkte sind es jetzt noch. 8 Punkte, ja. Es wäre ein Punkt mehr geworden. Aber wenn wir jetzt gewinnen. Ja, also der Sieg wäre jetzt enorm wichtig hier gegen Magdeburg. Dann sind wir im Aufstiegsrand drin. Wenn es ein Unentschieden wird, wird es nur schwerer. Und bei einer Niederlage
kann man es fast abschreiben. Aber wir sind gut in Form auf jeden Fall. Also ja, so kann muss das man bleiben. So sagen. Und jetzt einfach volle Konzentration, ja. Genauso wie so eine Leistung. Ja, wie gerade eben. Wie gegen auch. Werder. Überall dann hier. Was ist das denn? Ja, das ist so, jeder kriegt im Wechsel den Ball und muss ihn ins Tor machen und dann wer die meisten Tore macht. Okay, ich kann gar nicht passen. Aber es ist so richtig hart am Lecken. Da kann gar keine besser. Du hast sogar noch den Gegner, weil es ja, ist Magdeburg, also guten Magdeburg. Im Stadion nieder. Magdeburg. Magdeburg spielt eigentlich, glaube ich, in der MDCC-Arena. Da passen recht viele Leute sogar rein. Okay. Auch natürlich ein Ostclub. Früher eben in der DDR-Liga gespielt. Und damals waren sie mit Dynamo Dresden somit das beste Team. Ja, dort. Das ist natürlich nicht so einfach. Und nach der Wiedervereinigung kam so ein bisschen der Absturz von Magdeburg. Und jetzt hat man sich wieder in die dritte Liga hochgekämpft, nachdem man lange im Amateurbereich unterwegs war. Und aber das ist auch gar nicht so einfach, glaube ich, mit so einem Fußballverein mal eben hochzukommen, ja. Wenn du nicht so viele geldliche Mittel hast. Auch in der Realität, jetzt wo wir es aufnehmen, gelten sie als einer der Favoriten sogar für den Aufstieg. Haben sich einen neuen geholt. Wang Hee-Chang. Ja. Ludwig. Und die spielen mit einem 3-5-2-System. Ja. Also wenn man da über die Ausmaß die Schnittstelle sozusagen schafft, dann ist da auf jeden Fall recht viel Brother. Ja. B-Punkt Brother. Okay, unsere Runner kennen wir. Ich würde sagen, aus. Dann geht es los gegen Magdeburg. Ein enorm wichtiges Spiel hier für die Preußen aus Münster. Gegen den Tabellen. Und da holt sich Ritzi gleich mal den ersten Ball. Spielt es aber ruhig. Über Menik. Ja, der auch wieder sehr gut drauf ist. Und das macht er ganz stark, Ritzi. Auf Warschewski. Ja. Dem wird der Ball da aber sehr stark abgeluckt. Aber Robin Krause mit einem sehr guten Deny da. Da bin ich ein bisschen mit der Anspielstation weggelaufen. Ups, ich bin voll ins Abseits gelaufen. Ui. Ja, ich konnte die Flanken gegen zwei Verteidiger. Muss zugeben, dass es gar nicht. Ja, also Magdeburg hier kommt überhaupt nicht gerade aus der eigenen Hälfte. Krause, sehr gut. Oh, das hat ganz schön gedauert, aber. Nein! Da kommt er gerade so mit dem Kopf ran, aber nicht hoch genug, um ihn runterzudrücken, den Ball. Warschewski. Und ich meine, das war halt gerade so noch mit dem Kopf rangekommen. Und Warschewski nutzt diese Chance nicht, aber ein ganz starker Anfang hier auf jeden Fall schon mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch echt schwer. Das war ein schwerer Ball auf jeden Fall. Der war Hoffmann hätte den halt eigentlich auch schon reinmachen können. Das auf jeden Fall. Und dann rechnet man da vielleicht auch gar nicht mit, dass der plötzlich hochkommt. Ja, dann auch vom Torwart abgefälscht. Ja, das ist und so jetzt komisch. Passen die sich hier ganz schnell durch. Das war stark von Menik. Aber Menik fängt den ab. Der Pass war nicht ganz so gut, aber Hoffmann kann sich da so ein bisschen durchsetzen. Kopf auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Weggeschubst und stolpert. Aber das war das war stark. Also die Pässe von Magdeburg kommen noch nicht so ganz an. Wir hatten Münster auf jeden Fall schon mal gut Druck macht, forciert auch die Fehler und geht dann gut in die Schnittstellen rein. Der passt irgendwie ein bisschen mehr in den Lauf. Komm, dann ist das glaube ich besser. Ja, vor allem. Hinten jetzt ein bisschen Platz hier vielleicht für Magdeburg mal zu marschieren für Ludwig. Das war auch einer der Spieler im Fokus. Und auf einmal ist alles frei. Hossa die Waldfee und der Schuss von Beck dann allerdings nicht ins Tor. Die stellen gleich am Anfang schon zu hier. Deswegen muss Nihus da auf den langen Ball zugreifen und. Oh. Wird man nicht so gut, aber im Nachgreifen sozusagen haben wir dann den Ball da. Ritzi hier. Oh, Magdeburg steht ganz schön defensiv dafür, finde ich, dass sie zu Hause spielen gegen als Tabellenzweiter momentan. Punktgleich. Nee, ich glaube trotzdem. Oh, der kommt gut, aber der Torwart kommt dann noch in letzter Sekunde rausgerannt und aber kann den auch wegfausten. Machen wir den. Hoppa. Ja. Okay, da wollte ich dann nicht. Ich will den gar nicht so weit machen. Oh, Rinderknecht hat ein bisschen Probleme mit der Ballannahme. Warschewski hat da den Ball. Außen. Rühle. Spielt einfach in die Mitte mal, auf gut Glück, aber da passiert nichts. Und Magdeburg bolzt den Ball aber auch einfach raus. Also sie versuchen hier nicht irgendwie selber ihr Spiel aufzuziehen. Jetzt Menik.
Kann er vielleicht sogar einfach, jetzt vielleicht einfach flach auf Rüdiger machen können. Das habe ich, da habe ich auch dann gedacht, flach wäre vielleicht ein Schauer. Jetzt aber Magdeburg hier zu dritt. Nehmen dann gleich mal drei Spieler raus. Wang He-Chang. So, Beck, der schon gerade die Aktion hatte. Ja, Niemeyer, der alleine da außen spielt. Zumindest auf der linken Seite. Ja, den hatten wir uns tatsächlich auch mal angesehen, Niemeyer. Oh, ja, oh, das war sehr schön, da den Fuß dazwischen. Und jetzt können wir mal ein bisschen marschieren hier vielleicht über Rühle. Der spielt auf Waschewski. Ich glaube, Waschewski muss ein bisschen verzögern, bis sie mal ein paar Leute nachkommen. Oh ja. Ah, schade. So viel zu dem. Verzögern. Oh, Krause, lauf! Der Ball war so langsam, aber Krause war einfach... Oh, der Schiri! What the fuck? Ich habe da schon gesehen, dass er da hinpassen wird. Antizipiert. Oh, sie kriegt den Zweikampf da nicht gebacken. Oh, oh, das macht er stark da in der Seitenlinie. Boah, das machen sie gerade sehr gut und das war ein Handspiel. Eigentlich ja, aber so zum Glück nicht gepfiffen, deswegen gibt es nur Ecke. Das glaube ich auch ganz gut so. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Hoppala, Querschläger da im eigenen Strafraum. Aber oh, und jetzt kann es vielleicht mal schnell losgehen über Rühle. Also, wo auch immer der hingehen sollte. Ich wollte den viel früher spielen. Ah, das war stark von Ritzi, der... Jetzt hängt der Waschewski fest, weißt du, der Stürmer eigentlich. Krau setzt sich da gut durch im Duell. Und Rinderknecht zieht da einfach mal an. Oh! Wird er da so... Waschewski haben. Komisch blöd. Magdeburg muss abgelenkt. Den einfach rausböllern. Und so die nächste Angriffswelle von Münster über Rühle hier. Oh, steigt da drauf schon mit dem Hacken. Aber leider ist da der Magdeburger im Weg. Aber Münster schon wieder im Ballbesitz. Also das gefällt mir sehr gut, hier das Nachsitzen. Vorne ist noch nicht so die Durchschlagskraft da, muss man allerdings sagen. Ja, gut. Bisschen viel Ungenauigkeit im Passspiel. Und jetzt kann Magdeburg vielleicht mal ein bisschen ruhiger aufbauen. Ein bisschen mehr ihr Spiel aufziehen. Genau so nämlich. Oh, starke Drehung. Oh, die Flanke kommt lang. Läuft unser Spieler leider ein bisschen weg vom Ball. Und dann ist da die Chance und das 1-0. Also... Da sah Nihus ganz, ganz schlecht aus. Das ist der erste wirkliche Schuss eigentlich. Unser Spieler läuft da leider weg, dann aus der Drehung. Und Nihus sieht da ganz, also das sah ganz schlecht aus von Nihus. Und jetzt kurz vor der Halbzeit, auf einmal liegt Münster da hinten. Haben es eigentlich soweit gut gemacht. Vorne fehlten so ein bisschen die Chancen natürlich, muss man ganz ehrlich sagen. Alter, ich hasse es, dass der Spieler dann einfach wegwechselt. Wenn man doch direkt noch mit dem Ball steht. Oh, ja, das war stark. Und sowas schaffen wir halt. Wir schaffen hier heute die Denies momentan so. Ein bisschen im Kombinationsspiel von Magdeburg. Können unser eigenes aber nicht so richtig aufziehen. Auch werden da stark gesteuert. Und sind vielleicht immer ein bisschen ein Ticken zu langsam. Okay, da wollte ich ihn nicht hin. Ja, das ist noch gar nicht so einfach. Jetzt hier mal. Kann aber nicht so richtig was starten. Mach den auf Rühle. Rühle aus der Drehung. Oh. Wäre auch Handspiel gewesen normalerweise. Aber wir spielen ja ohne... Oh Gott, oh Gott. Und nach dem verlorenen Kopfballduell von Maida ist der Asiate durch, aber Bader steht da korrekt. Mai kann da nochmal rausspielen. Und jetzt kann er vielleicht ein bisschen mal was über Rühle losgehen. Ich glaube, Ritzi ist derjenige, der da mitläuft. Rühle zieht da in die Mitte. Spielt einen starken Pass, aber Ritzi kommt leider nicht ran. Im letzten Moment nochmal geklärt. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier in der ersten Halbzeit. Und, ja, und das war es dann. Aber also, das ist noch nicht so schlimm, weil genügend Chancen rein theoretisch da waren. Da kann man noch was machen. Türpitz hier mit dem Eintor für Magdeburg. Also, ich weiß nicht, das Spiel... Oh, hat er Rostock gegen Kickers gleich. Ja, das ist das nächste interessante Spiel. Die teilen sich auch die Punkte. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir sind diejenigen, die hier in der Pflicht sind. Wir müssen gewinnen. Ja. Wir müssen hier gar nicht auf die anderen irgendwie gucken. Das ist vollkommen egal für uns eigentlich. Erstmal so hoffen, man kann da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so geht's natürlich auch. Waschewski. Steht mit dem Rücken zum Tor leider. So ein bisschen, macht eine starke Drehung. Schießt und... Hat er nicht mal richtig den Körper über den Ball bekommen, da ich den Ball ein bisschen zu. Also sind dann doch immer wieder ziemlich viele Verteidiger da. Ja. Also auch wenn man das erst gar nicht Magdeburg so sieht. Magdeburg steht da eben mit 3 Verteidigern sehr zentral, während die. Oh Gott. Und die anderen aufrücken, war kein Abseits da anscheinend.
Doch. Oh doch, war dann doch abseits anscheinend und ein bisschen spät gefasst. Achso, das bin ich. Ich mach den Kotz auf. Weiß ich auch gar nicht, wo sie war. Okay, der Ball kommt zum Glück noch an. Und jetzt kann vielleicht Hoffmann da mal was starten. Der Verteidiger kommt nicht hinterher. Einer der Innenverteidiger muss schon rausziehen. Die Flanke kommt nicht so schlecht. Aber ich habe extra verkürzt, aber irgendwie hat Hoffmann das nicht so ganz akzeptiert. Der Knecht wollte auch nicht so ganz vorlaufen, so wie ich mir das gewünscht hätte. Okay, das war sehr gut gelöst. Und jetzt über Rühle geht es hier weiter. Macht da ein paar Tricks, aber verliert den Ball leider. Ja, ich wollte eigentlich dann weiterpassen, aber irgendwie. Rinderknecht kriegt er den Ball nicht nach dem Zweikampf. Auf einmal ist der Weg zur Mitte frei, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Mit der Baller. Gar nicht den Magdeburger gesehen, ja. Der Mitzerspieler. Ich habe das auch viel zu spät bemerkt, als ich den dann so angewählt hatte. Jetzt geht's hier über Bader. Und über Hoffmann, Rinderknecht. Ui. Ratzi, Rinderknecht. Nee, Krause ist das. Das ist Ratzi. Nächste richtige Anspielstation. Wieder zu Rinderknecht. Der versucht einfach mal in die Mann, das ist immer blöd, weil man kann nicht so schnell mit dem Spieler drehen, um zur Richtung Ball zu gehen, währenddessen die Verteidiger halt stark, dann den einen Schritt nach vorne machen. Bisschen verunglückter Seitenwechsel. Schön abgefangen. Stark. Krause, sieht da Rinderknecht. Wieder Krause, Krause. Boah, und das könnte doch jetzt mal einen Freischuss geben. Ja. Und ich glaube, das gibt auch diesmal den Freischuss. Leider kein Elfmeter. Und es müsste eigentlich auch eine gelbe Karte geben, meiner Meinung nach. Anscheinend gar nicht. So, Ritzi jetzt hier mit der Chance. Ich muss ja viel verschießen, aber das ist komisch, weil bei FIFA wäre der bei der Stärke schon, also FIFA 17, wäre der bei der Stärke schon voll rübergeflogen. Ja, du kannst ja mal ein bisschen Freischüsse trainieren. Mit Ritzi. Ja. Mit Ritzi, genau. Also, ja, es bringt ja nichts mit Messi zu trainieren, da geht ja eh jeder rein. Oder mit Ronaldo oder Reus oder schlag mich tot. Der Magdeburger setzt sich da durch und setzt den Ball an den Pfosten, hast du die Holtfee. Ups, ich wollte eigentlich nicht klären, aber okay. Ich habe extra zu dir gepasst, weil ich nicht klären wollte, weißt du? Ich habe Pass gedrückt und der Bolze einfach weg. Weil ich so ein bisschen sowas erwartet hatte. Ja, so ein bisschen ärgerlich, dass der Freischuss von Ritzi einfach nur in die Mauer gegen große Chance, die da natürlich verpufft ist. Oh, der Fehler da vom Verteidiger. Und jetzt ist da der... Nein, warum flankst du denn? Na, was soll ich machen? Einfach ein Pass. Einfach ein Pass. Da war keiner mehr im Weg. Niemand war da. Nach dem Verteidigungsfehler, da kann Hoffmann nicht Kapital daraus schlagen. Oh, ein starker Zweikampf da. Okay, so geht's auch. Okay, so geht's leider nicht. Der Pass war schlecht. Und können wir den Zweikampf da. Oh, das war ein starker Zweikampf. Kein Foul. Alter, was macht denn Rühle? Holy shit. Kann den Ball da aber nochmal erlaufen. Holy Pepperoni. Oh, der Ball kommt zu steil da von Ritzi. Das ist ein Lauf ganz schlecht aus der Drehung irgendwie, habe ich das Gefühl. Da hinten ein bisschen off. Starke Drehung und der Schuss ist dann aber nicht. Ich glaube, wir gehen nochmal ins Wechselmenü. Ja. Wir bringen dann drüber, würde ich sagen, nochmal Manfred für ein bisschen Tempo auf der Seite. Wie wir schon mit 61 können wir vielleicht mal einen statt Ritzi bringen. Hm? Weber. Der ist ein bisschen offensiver als die beiden anderen. Yes. Oh ja. Ja, das passt so. Weber, das ist jetzt unser Youngster und der. Wird er jetzt auf jeden Fall was machen? Ich würde den. Können wir nochmal ein bisschen nach vorne ziehen, auf jeden Fall. Ja, kann auch ZOM da stehen. ZOM, genau. Und ich mach mal hoher Druck an. Du erst offensiv und hoher Druck ist, glaube ich, ein bisschen. Besser. Ja. News mit dem weiten Abschlag auf Warschau. Ob wir jetzt 1-0 oder 2-0 verlieren, ist egal. Wir brauchen erstmal ein Türchen. Genau. Auf jeden Fall ein Punkt muss hier her. Sonst können wir uns den Aufstieg vermutlich schon mal abschminken. So, jetzt Hoffmann, Rinderknecht. Dann muss er nochmal raufsteigen. Wieder Hoffmann. Oh, die Seite war frei. Waschewski hatte auch ein bisschen Platz, aber die Grete war sehr stark. Vom Magdeburger. Okay.
gibt leider Einwurf für Magdeburg. So, Manfred muss da jetzt hin. Hat ein bisschen unter Druck gesetzt, genau wie Rinderknecht, aber stark gelöst. Irgendwie, das ist gerade echt schwer. Ne? Magdeburg spielt da. Magdeburg spielt auch sehr sicher, ja. Kriegen vor allem diese zweiten Bälle, wenn wir mal den Zweikampf so ein bisschen gewinnen, den Ball so ein bisschen versprengt, kriegen sie immer den Ball. Der Schuss jetzt den halben Niehauser Fuß stark pariert. Das kann man hier vielleicht losgehen über Bader, direkt gespielt auf Hoffmann. Könnte ein bisschen marschieren sogar jetzt hier. Ja, marschiert da einfach mal lang, die Seite. Bringt jetzt die Flanke. Oh, das bist du auf einmal. Ja, ganz nett. Boah. Boah. Stark von Hoffmann, setzt er schön seinen Körper ein. Ganz stark gemacht. Und rüber auf die andere Seite zu Manfred. Oh, der wird da ganz schön weggetackelt. Nachdem er den Ball schon zur Seite gelegt hatte. Ärgerlich. 5 Minuten noch. Das ist nicht so schön. Das war Katastrophenpass von Magdeburg. Ach, shit, der hat schon vorher gepasst, aber passt trotzdem noch. Was war das denn für ein Pass zurück, ey? Da mit einem echt schlechten Pass. Ich wollte den einfach nur schön Dings in den Lauf legen. Hoffmann. Oh, Magdeburg macht jetzt hier ein echt schönes Kombinationsspiel. Da kann man nicht wirklich ran, so wie die hier gerade passen. Ja, die passen halt auch uns einfach aus gerade hier. Wir versuchen da irgendwie einfach nur an Bällchen zu kommen. Dann nochmal schöner Trick und das sollte Elfmeter geben. Gibt tatsächlich nichts, war ein bisschen Glück. Und jetzt muss es nochmal schnell nach vorne gehen. Über Mai. Und Manfred muss laufen. Manfred läuft da jetzt auch. Und jetzt ist er jetzt tatsächlich mal Platz. Es ist ein 2 gegen 2 hier. Manfred und Waschewski, der Ball kommt nicht durch. Und es gibt nicht mehr Ecke jetzt oder Einwurf. Denn Manfred wurde angeschossen. Und damit war es das jetzt in diesem Spiel. Manfred kann sich da nicht durchsetzen im Laufduell. Lou Kemper kommt nochmal rein anstatt des Asiaten. Aber tja, ein 1:0 wird es für Magdeburg. Mit einer einzigen Torchance eigentlich. Ja. Das war nicht gut umgesetzt. Die Magdeburger Fans freuen sich zu Hause. Aber es war gar nicht gut umgesetzt. Ja, wir hatten auf jeden Fall ein paar Chancen. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Hätte auch eigentlich ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen. Waschewski hier nur mit einer 5,8 in diesem Spiel. Ja, gar kein guter Spieler irgendwie, finde ich. Ja. Aber gut, bei denen ist auch nicht viel los. Außer Brother. Brother mit dem Tor. B.Rubber. Ja, und damit ist der Aufstieg in recht weite Ferne auf jeden Fall. Und der Rest unentschieden. Also auch Kickers. Tja. Ja, jetzt auf die 7 abgerutscht. Und auf Aalen. Also Aalen, Kickers, Rostock, Magdeburg sind da alle richtig beieinander. Aber ich meine, wenn wir jetzt so einen Sieg könnten wir. Na gut, Wehen wird, der hat ja jetzt noch ein Spiel vor sich. Ja. Aber mit einem Sieg könnte man auf jeden Fall wieder auf die 5 oder die 6 kommen. Im nächsten Spiel. Ah, es wird schon schwer, da oben hinzukommen. Man spielt noch also, gegen Rostock und gegen Aalen spielen wir noch. Wir sind halt schon... Wir müssen jetzt eben gegen unsere nächsten direkten Konkurrenten müssen wir gewinnen. Ja. Finanzielles Wachstum, das wissen wir. Trainieren können wir noch und ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Genau. So. Die war schon mit einem Marktwert von 400.000. Ja. Naja, der war von Beginn an irgendwie 200.000. Kriegt auch Ausdauer dazu, Ballkontrolle dazu, Abschluss dazu. Ja, richtig gutes Training für Weber. Also auch wenn er nicht vielversprechend sein soll. Ey. Ich würde sagen, wir simulieren noch zum Spiel. Oh, es geht natürlich gleich. Angebot für Grimaldi zurückgezogen, da keine Antwort kam. Ja, okay. Gut. Ja, aber was soll man denn da direkt jetzt verhandeln? Ja, und gegen Hansa Rostock geht es jetzt das nächste enorm wichtige Spiel gegen einen von den Top 3. Und das ist halt... Das wäre echt schwer, ganz ehrlich. Also wir haben eine Niederlage, eine Unentschieden und jetzt muss eigentlich ein Sieg gegen einen von den Top 3. Ja. Und dann wäre das ganz gut, denke ich. Oh, und dann sehen wir Paderborn und dann Aalen. Ein unglaublich wichtiges Spiel gegen Aalen. Die sind nämlich Vierter. Ja, voll mit. Ja, gut. Englische Woche, dann ist also Sonntag das Spiel gegen Jena, Osna. Mein Gott, ja, viele Spieler sind nicht mehr. Und dann noch die 4. Und dann ist. Es wird schwierig, auf jeden Fall. Aber ich bin noch halbwegs optimistisch. Natürlich, wir müssen jetzt auf jeden Wir müssen Fall halt punkten. Das ist das Problem. Und ich denke mal, da werden wir dran arbeiten müssen beim nächsten Mal. Genau. Und fangen wir direkt mit Rostock an. Ne? Also, bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Ciao, ciao.